Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Enclave. Bei der letzten Story-Mission haben wir erfahren, dass wir wohl irgendwie nach Mekelon reisen müssen, um dort, falls diese alte Rasse noch existiert, beziehungsweise die Leute, die da wohnen, noch existieren oder gewohnt haben, dass wir die bitten, uns im Kampf gegen die Drägata beizustehen. Aber um erstmal dahin zu kommen, müssen wir hier aus der Enklave raus, über den Riss. Und so gut wie der einzige Ort, wo wir den Riss überqueren können, ist die geteilte Stadt. Und deswegen begeben wir uns jetzt mal dahin und schauen, was wir so tun können. So, jetzt ist natürlich wieder die Qual der Wahl, welchen Charakter ich nehmen möchte. Also der Ritter ist schon eigentlich ganz cool, aber eigentlich möchte ich mal die Druidin richtig ausprobieren. Ich überlege nur gerade, ob das für diese Map sinnvoll ist. Ja, probieren wir es einfach mal aus. Mehr als schief gehen kann es ja nicht. Wir nehmen die leichte Rüstung. Jetzt haben wir ja genug Geld, dank der gegen die Finsternis Dingens Level. Ein Dolch werden wir erstmal nicht brauchen. Deswegen nehme ich lieber Tränen der Fäulnis. Denn das Mana legt sich wieder auf. Wir können nicht zu wenig Mana haben. Also nicht komplett gar keine Mana mehr haben, weil sich halt wieder auflädt. Nicht so wie bei den Pfeilen. Ein Dolch wäre zwar als Notfallwaffe noch ganz cool, aber da ich sowieso mit dem Stab auch einen Nahkampfangriff machen kann, werde ich das so behalten. Die Heiltränke sind mir jetzt gerade erstmal wichtiger, weil ich eben nicht weiß, wie ich mit der Druidin so klarkomme. So, leichte Rüstung, eine bessere können wir noch nicht anlegen, beziehungsweise haben wir noch nicht zur Verfügung. Deswegen würde ich sagen, gehen wir mit dem Equipment einfach mal ins Spiel. Die geteilte Stadt. Mu'azzam war einst eine blühende Stadt. Nunmehr ist sie bloß der Schatten ihres früheren Glanzes. Als die Kluft die Welt teilte, wurde Mu'azzam von ihr zerrissen. Verlassen und vergessen befindet sie sich nun in den Händen der Drägata. Die geteilte Stadt. Überquere die Kluft, gelange zum Stadttor auf der anderen Seite. Also wir wollen einfach nur einmal durch diese Stadt hindurch. Dann schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Na, da ist jemand. Ork-Tour, da war jemand. Hallo, Ork. So, du stirbst jetzt erstmal bitte. Wenn ich dich denn treffe. Das ist irgendwie das Problem mit diesem Zauberstab. Ja, läuft doch eigentlich ganz gut schon mal. So. Ja, cooler Himmel. Boah, was für ein großer Vollmond. Ich habe irgendwas gehört. Cooler Vollmond. So. Ja, links und rechts ignorieren wir erstmal. Wir gehen jetzt hier rein. Oder auch nicht. Das ist nämlich abgeschlossen. Gut, dann schauen wir uns mal hier um, was wir noch so machen können. Ich bin hier. Du bist da, das ist schön. Wie komme ich an das Gold ran? Vielleicht einfach, indem ich das schiebe. Und dann zur Explosion bringe. Ja, wir sollten gucken, dass es sich beruhigt, damit wir nicht getroffen werden. Und wir natürlich das schöne Geld einsammeln können. Tja, das war dann wohl nichts, ne? Gehen wir mal weiter. Die einzige Möglichkeit, die uns jetzt übrig bleibt, ist natürlich hier entlang zu gehen. Und ich gucke mal, ob hier nicht noch ein Geld ist. Und da ist ja ein Goblin. Hallo. Da funktionieren tatsächlich Headshots mit, habe ich den Eindruck. Ja, natürlich. Spring einfach durchs Fenster. Das macht ja auch kaum Schaden, wie man an dir sehen kann. Ja, du hast noch fast keine Lebensenergie mehr. Ich habe ein bisschen Angst. Hier sind zu viele Wege und Möglichkeiten. Oh, der macht aber echt gut Schaden, der Stab. Muss ich schon sagen. Also, es gefällt mir. Magische Charaktere sind schon ziemlich mächtig in diesem Spiel. Allerdings sind die am Anfang halt einfach sehr, sehr zerbrechlich. Vor allem, wenn man noch keine Rüstung hat oder nur die leichte Rüstung. Und da muss man eben sehr aufpassen. So, da vorne ist jemand. Da steht jemand. Das ist kein Gegner. So viel sei schon mal gesagt. Aber bevor ich da lang gehe, möchte ich erstmal hier die Seite erforschen. Da ist schon ein Totenkopfschild. Also irgendwie ist es kein Wunder, dass hier ein Hinterhalt auf uns wartet. Tja, aber alles kein Problem, dank der Tränen der Fäulnis. So, was haben wir denn hier? Ja, deswegen ist das Schild da. Weil hier eine Kluft ist und wir nicht rüberkommen. Vielleicht können wir die Kanalisation hinab? Vermutlich nicht. Deswegen nehmen wir einfach das Gold mit und den Zaubertrank, den Heiltrank. Und dann können wir weiter. Also so ein Zaubertrank hier aus Asterix und Obelix wäre cool. Dass wir dann einfach die verkloppen können. Dann dürfen wir bloß nicht in die Hände der Drägata fallen. Das wäre ein bisschen doof. So, da vorne ist ein Charakter. Und der wird jetzt mal eben angegriffen. Ich hoffe, dass ich...
dass ich sie retten kann. Hilfe, Hilfe, ich habe keinen Mana mehr. Hauptsache, du greifst erstmal mich an. Genau, sei auf mich konzentriert. Nein, nicht, nein, du Blödmann. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Das wäre ein neuer Charakter gewesen. Ich glaube, ich muss mal die Mission neu starten. Wenn die nämlich überlebt, dann können wir sie in der nächsten Mission benutzen. Und das würde ich eigentlich schon gerne machen. Deswegen, ja, skip. Du wirst erstmal sterben. Machen wir das wieder im Schnelldurchlauf. Da vorne ist ja zu, das wissen wir jetzt. Wir schieben deswegen erstmal einfach den Wagen dahin. In der Zwischenzeit kümmere ich mich um die Goblins, die hier kommen. Ach, der kommt da rausgesprungen. Daher kam der also. Hallo? Lässt mich mal treffen. Dankeschön. So, dann sammeln wir hier wieder das Gold ein. Kümmern uns um den Goblin, der aus dem Fenster gesprungen kommt. Und dem Ork-Hauptmann, der um die Ecke kommt. Dann sind wir schon fast wieder da, wo wir gerade eben neu gestartet haben. Oh, der ist ja schon da. Hm. Hallo? Mein Gott, ich treffe die nicht, obwohl die so direkt vor mir sind. Das kann doch nicht wahr sein. Also das ist ein bisschen nervig an dem Stab, dass man einfach weit weg sein muss, damit das funktioniert. So, Mr. Ork-Hauptmann. Komm her. Du kriegst mich nicht. Wenn ich so weit weg von dir bin, dann hast du keine Chance. Haha. So, noch ein Heiltrank. Den hätten wir eigentlich der Frau da geben können, die angegriffen wurde von dem Ork-Bombardier. Hm. Da wäre eventuell ein Dolch doch ganz sinnvoll gewesen. Naja, wir triggern erstmal wieder den Hinterhalt. Na kommt, ich weiß noch, dass ihr da seid. Das war einfach. Ja, also man sieht schon, Magi-Charaktere sind sehr, sehr mächtige Gegner. Deswegen hatte ich auch im Level der verlassenen Tempel so ein bisschen Schiss vor den Zauberinnen. Oh, da ist ja noch einer. Wo kommst du denn her? So. Dafür haben wir halt eigentlich für Nahkampf diesen Schild und dann die Möglichkeit, einmal so auf den Boden zu hauen und alle wegzustoßen. Aber das verbraucht einfach sehr, sehr viel Mana. Deswegen ich das nicht so gerne einsetze. Nein, du schlägst sie nicht. Du schlägst sie. So, sehr gut. Das sah fast schon wieder so aus, als würde sie sterben. Ja, folge mir. Ich kenne einen anderen Weg. Tust du das? Hm, dann folgen wir dir doch einfach mal. Ich glaube, ich trinke mal einen Heiltrank. Das lohnt sich zwar noch nicht so richtig, aber lieber jetzt trinken, als später, dass es zu spät ist. Das wäre ein bisschen dämlich. Dankeschön. Danke. Na, ich habe zu danken. Ja, aber bevor ich da reingehe, möchte ich erstmal noch den Rest von dem Weg da hinten erkunden. Also man merkt schon, das Level hier ist ein bisschen verzweigter, ein bisschen offener als die anderen Level, die ja schon relativ linear waren. Aber das geht schon. Wir wollen natürlich alles erforschen. Wir wollen alle 250 Goldstücke in diesem Level sammeln. Denn wir wollen unsere Ausrüstung nach wie vor verbessern und wenn bessere Ausrüstung verfügbar wird, die auch nutzen können. Ist da oben noch irgendwas? Sieht irgendwie nicht so aus, oder? Nö. Dann war hier nur ein Heiltrank drin. Na gut. Dann aktivieren wir mal den Checkpoint. Und schauen, was sich hier sonst noch so verbirgt. Ich wusste es, dass das passiert. Manchmal kommen mir die Charaktere einfach zu nahe. Oh, sehr stabiles Bett, ja. Oder, Moment, wie komme ich an diesen Heiltrank dran? Kann ich hier hochspringen? Auf den Stuhl vielleicht zuerst und dann hier hoch? Ja, das funktioniert sogar. Hallo, na, kommst du nicht an mich ran? Und ich kann natürlich wieder nicht auf ihn zielen. Ah! Aber das hat ihm auch nichts genützt. So. Na, wir können auch die Tür benutzen. Warum nutzen die eigentlich nicht die Tür? Oh. Ja, die Tür ist wohl schon ein bisschen morsch. Hallo? Ah! Sind wir zu Hause, wollte ich gerade fragen. Offensichtlich ja schon. Aber ich bin erstaunt, dass wir hier relativ gut durchkommen. Das finde ich schön.
Hallo. Ah. Na toll. Da kommen wir wohl nicht mehr hoch. Da müssen wir irgendwie einen Weg auf die andere Seite suchen. Aber den werden wir schon finden. Nein, ich wollte noch nicht da raus. Ich wollte erst noch hier gucken. Was ist das denn? Idiot. Auf Wiedersehen. Mach's gut. Was ist das denn Schönes? Ein grüner Edelstein. Ob der wohl 100 Gold wert ist? Ja, merken wir uns mal, dass er hier irgendwo in so einem Loch drin hängt. Denn den wollen wir uns später noch holen. Wäre ja gelacht, wenn wir das nicht schaffen. So, hier ist hier eine Kluft. Da kommen wir nicht rüber. Wir müssen uns noch einen anderen Weg suchen. Gucken wir uns erstmal noch hier weiter um. Ein Goblin-Katapult! Yay! Und der eine ist runtergefallen. Ich hoffe, der hat hier kein Gold dabei. Hattest du Gold dabei? Ist da irgendwo Gold? Das sieht nicht so aus. Ich glaube auch nicht, dass der Gold dabei hatte. Ja, wir können hier rüber. Wir können auf diesen Balken springen und dann den Berserker angreifen. Was ich natürlich auch prompt mache. Oh, oh. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ah. Was hast du denn für einen Stab? Das gefällt mir gar nicht. Ja, ja, komm. Lass mich mal meinen Mana regenerieren. Bleib stehen. Oder stirb. Das finde ich auch gut. Jetzt ist natürlich die Frage, gehe ich hier weiter erstmal? Ich glaube nämlich, ich werde erstmal noch zurückgehen und die anderen Pfade erforschen, denn hier haben wir einen Weg über die Kluft gefunden und da hinten ist vor allem noch Gold. Gut, dass ich zurückgehe. Aber wir wollen natürlich alles mitnehmen. Na, jetzt darf ich hier bloß nicht runterfallen. Das wäre sehr ärgerlich. Das wäre sehr, sehr ärgerlich. Wir haben zwar einen Checkpoint aktiviert, aber ich möchte nicht nochmal gegen den Berserker und die Zauberin kämpfen. Waren wir da schon drin? Ach so, da kamen wir raus, ne? Ja. Dann gehen wir da nochmal. Moment, auf der Seite waren wir doch schon, oder? Da hängt doch jetzt hier ein Schild. Ja, da waren wir gerade eben schon auf der Seite. Da war der Hinterhalt, da kamen die Leute. Und dann da weiter rechts kamen die Zwergin, Gnomen, ich weiß nicht genau, was es ist. Der nächste Charakter auf jeden Fall. So, ich werde erstmal versuchen, einen Weg da in die obere Etage des Hauses zu finden. Hier waren wir ja schon. Vielleicht ja, wenn wir hier um die Ecke gehen. Da oben sind doch Goblins. War doch klar. Lass mal auf rumzuhüpfen. Geh weg, verschwinde. Genau, verreck an dem Gift. Finde ich sehr gut. Ist da oben noch irgendwer? Anscheinend nicht. Ja, genau, mit Armbrust. Dann spüre mein Gift. Ah! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, der ist schon am Gift verreckt. Ja, das Gift ist sehr schön. Also das kann ich zwar nicht so oft feuern, aber da es halt den Schaden über die Zeit macht, ist das schon sehr, sehr cool. Ein Totenkopf. Das klingt nach einer Explosion. Oh ja, da hat jemand einen Kran umgenietet. Ah. Aber damit hat er uns einen Weg über die Kluft geschaffen, was eigentlich auch ganz praktisch ist. Jetzt ist da noch irgendwas. Ich habe gerade da drinnen noch was glitzern sehen, meine ich zumindest. Deswegen schauen wir mal, dass wir uns da noch umschauen. Ohne, dass ich da reinfalle, möglichst. Ja, Gold und ein Edelstein. 105 Gold haben wir jetzt schon. Coole Sache. Ja, jetzt muss ich nur wieder rauskommen, ohne runterzufallen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ah, gehe ich hier jetzt erstmal rüber? Ich bin mir nicht ganz sicher. Hallo. Ist hier jemand? Hallo. Ein Widerling. Boah, den muss ich nur einmal treffen und dann ist er schon verreckt am Gift. Ja, den Goblin-Krieger muss ich öfter treffen. Hilfe! Zu Hilfe! Ich bin doch nur eine unschuldige Druidin. Hä? Der Ork ist auch verreckt? Ich habe den doch gar nicht getroffen, oder? Soll mir nur recht sein. So, was ist denn hier um die Ecke? Anscheinend nichts. Kann ich hier unten rein? Nein. Kann ich da oben rein in die Tür? Ja, kann ich. Ah,
stirb einfach. Dankeschön. Ihr seht auch, das hinterlässt dann so eine schöne Giftwolke, wo die noch schön Schaden nehmen. Was ich sehr, sehr praktisch finde. Und da geht's doch nach oben, oder? Jawohl. War ja klar. War ja klar. Aber, wisst ihr, wo wir jetzt sind? Ja. Wir sind da, wo der grüne Edelstein ist. Geile Sache. 220 Gold haben wir jetzt. Ich weiß gar nicht, wie viel ihr uns jetzt eingebracht habt. Ob es 100 waren oder 150. Auf jeden Fall eine Menge. Mir zählen uns nur noch 30 Gold. Das ist schön. Aber ich glaube, bevor ich da weitergehe, gehe ich nochmal ganz zurück zum Anfang und erforsche weiter in die Richtung, in der die Tür war, die uns die Dame aufgeschlossen hat, die wir gerettet haben. Na, geh da hoch. Und jetzt ganz vorsichtig rüber. Du möchtest da nicht runterfallen. Du möchtest dem Berserker nicht folgen. Das war sowieso ein Blödmann. Also, ganz ruhig. Na, da kommen wir nicht rein. Aber da ist, glaube ich, sowieso nichts drin. Ist natürlich klar, wenn wir da nicht reinkommen. Aber wir müssen noch den anderen Weg finden. Den nach oben. An die Treppe, da wo die Kiste uns entgegenkam. Und ich vermute, das geht eben... Na, leider können wir den Checkpoint nicht nochmal aktivieren. Das geht eben da durch die Haupttore durch. Ja, das werden wir ja auch gleich herausfinden. Leider gibt es keine Zauber oder so, dass wir uns schneller bewegen können. Was natürlich ein bisschen schade ist. Aber wir sind jetzt sowieso da. Hallo, na? Bist ein bisschen klein. Ja, du bist wahrscheinlich wirklich die Gnomin. Ah, sehen wir dann ja. Ah, hier sieht es doch relativ freundlich aus. Alles schön hell. Freundliche Mitbewohner hier. Na komm. Tja. Aber die haben keine hohe Giftresistenz. Unglaublich. Dann schauen wir mal, was hier oben ist. Hoffentlich noch das restliche Gold. Jawohl. Nochmal 10. Das heißt, es fehlen uns noch 4 Goldtöpfe. Die sollten wir natürlich auch noch irgendwo auftreiben können. Oh. Oh nein. Ja. Wisst ihr, wo wir jetzt sind? Hey, ich habe die sogar getroffen. Cool. Na komm. Lass dich doch nochmal treffen. Ich habe keinen Mana mehr. Jetzt sind wir hier oben. Hier ist der Goblin aus dem Fenster gesprungen, ganz am Anfang. Ja, und ich glaube, sie ist gestorben. Die Frage ist bloß, oh, sie ist runtergefallen. Warum? Bist du runtergesprungen? Bist du doof? Offensichtlich schon. Ja, na gut. Erforschen wir mal hier weiter. Hallo. Ork-Hauptmann, vielleicht solltest du lieber in den Nahkampf gehen gegen eine Druidin. Das ist meistens effektiver, außer du hast Explosionspfeile, aber da du nur eine Armbrust hattest. Ja, und jetzt sind wir hier. Da, wo die Kiste runtergekommen ist. Ja, hat sich jetzt nicht so wirklich gelohnt. Eigentlich nur für die 10 Goldstücke, aber hey. 10 Goldstücke sind 10 Goldstücke. Oh. Was ist das? Wie komme ich da dran? Aha. Da hat sich das sogar noch mehr gelohnt. 10 Goldstücke fehlen uns nur noch. Es wäre ein Witz, wenn wir die nicht mehr auftreiben würden. Na gut, dann können wir jetzt hier rausgehen und die Kluft an dieser Stelle, ich meine an dieser Stelle hier überqueren. Da sind wir ja schon mal rübergegangen. Und dann mal gucken. Oh, interessantes Banner. Sind das die Outlander? Ich glaube, so sieht das auch ein bisschen aus, wenn ich Game Over gehe, oder? Das Symbol, was dann kommt. Ja gut, schauen wir mal, ob wir noch den anderen Weg zurück zu der anderen Kluft finden. Ich bin hier. Es ist schön, dass du da bist. Du wirst trotzdem sterben. Ja genau, geschützt durch einen Stuhl. Ist klar. Das wird dir auch nicht helfen. Genau. Exakt deswegen. Hier ist sonst nichts mehr. Das ist natürlich irgendwie schade. Oh, wer bist du denn? Oh, wer bist du denn? Oh, oh. Das Gold? Ich habe ein bisschen Angst. Hast du gerade den Goblin da runtergeschubst? Das war irgendwie dämlich. Und vor allem siehst du mich gar nicht, was noch dämlicher ist, weil du jetzt sterben wirst. Komm, stirb. Sehr schön. Braver Ork. Da kann ich leider nicht rein. Gehen wir erstmal runter und holen uns das Gold und den Heiltrank. Ich habe jetzt Schaden davon genommen. Lame.
Hey, 8 Heiltränke. Ich glaube, um Schaden muss ich mir hier aktuell keine Sorgen machen. So, ich schaue mich jetzt nochmal ganz genau um. Da ich die letzten 5 Goldstücke auch noch irgendwie haben möchte. Und da werde ich noch nicht lang gehen. Den Ork-Bombardier kann ich schon mal triggern, der da so sitzt. Und ihn töten. Aber da werde ich erstmal noch nicht lang gehen. Ich gehe erstmal noch hier um die Ecke. Und hier waren wir schon. Oh, da geht's ja rein. Ach ja, stimmt. Natürlich geht's da rein. Da war nämlich der grüne Edelstein hier um die Ecke. Ja, dann haben wir jetzt den Kreis geschlossen. Und können uns mal dem Zerstörer-Berserker widmen. Oder wie er hieß, der da die Brücke einfach mal in die Luft gesprengt hat. Ja, wenn man nämlich bisher nicht alles Gold hat, das man bis dahin sammeln konnte. Ich vermute mal, da hinten ist noch irgendwo ein Goldtopf. Oder ich hoffe es zumindest. Ich gucke mich jetzt hier nochmal um. Nicht, dass ich den Level nochmal spielen muss. Das wäre sehr, sehr ärgerlich. Aber man kommt gleich nicht mehr zurück, ist das Problem. Ist da irgendwo ein Goldtopf? Könnt ihr irgendwas sehen? Da ist ein bisschen ein Heiltrank. Ich sehe keinen Goldtopf. Das ist... Ah, vielleicht lässt der böse Große den Goldtopf noch fallen. Na, probieren wir es einfach mal. Hallo. Checkpoint aktiviert. So, jetzt fliegt nämlich die Kanonenkugel darüber und der Weg ist versperrt. Und wir dürfen gegen den Berserker-Zerstörer kämpfen. Wer schießt denn da von oben? Hilfe, Hilfe, Hilfe. Boah, habt ihr gesehen, wie viel Schaden der macht mit einem Schlag? Krass. Krasse Sache. So, du musst erstmal jetzt jede Menge Schaden von meinem Gift, hoffe ich. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Komm mir bloß nicht zu nah. Oh, es hat ihn zerlegt. Und da ist das Gold. Yay. Wo kommt ihr denn jetzt her? Ihr wart doch gerade noch nicht da, oder? Kleiner Sprengmeister. Genau, spreng dich mal selber in die Luft. Und gar keinen Schaden davon. Dann halt auf diese Weise. Ja, dann nehmen wir noch den Heiltrank an uns und trinken ihn einfach nochmal, weil 9 eine angenehmere Zahl ist als die 10, einfach weil es nur eine einzelne Ziffer ist. Ja, die Kanone ist leider kaputt. Die können wir nicht bedienen. Aber was soll's, wir haben 250 von 250 Goldstücken. Was in diesem Level sehr gut ist, weil wir, wie gesagt, nicht zurückkommen hier. Also ich kann zwar versuchen, da irgendwie hochzuspringen, aber das funktioniert nicht. Das musste ich leider beim ersten Mal, als ich das Spiel gespielt habe, feststellen, dass ich hier nicht alles Gold hatte und dann mich total geärgert hatte, weil ich nicht mehr zurückkam, um noch irgendwie ein bisschen zu gucken und ein bisschen Gold zu finden. Tja, habe ich sehr Pech gehabt. Aber naja, wir haben 250 Goldstücke und können damit die Stadt verlassen. Es wurden 250 von 250 Goldstücken gefunden. Bei der Durchsuchung der geteilten Stadt hast du etwas Diebesgut gefunden. 250 weitere Goldstücke als Belohnung erhalten. Und wir haben die nächste Mission und einen neuen Charakter, nämlich den Halbling. Keine Gnomin, eine Halbling. Wusste ich doch, dass es irgendwas Kleines war. Kein Zwerg und kein Gnom, sondern ein Halbling. Ja, gut zu wissen. Ja, und damit haben wir die Enklave hinter uns gelassen und sind jetzt in den Outlands. Also nicht, dass wir hier in Utgard da vorher schon gewesen wären. Nein, natürlich nicht. Ja, und wie es da weitergeht und was uns da so alles an Gegnern erwartet, vielleicht noch mehr Zauberer und so, das wird sich beim nächsten Mal zeigen. Bis dahin, macht's gut.